Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil Revelations, liebe Freunde. In der letzten Folge, da sind wir nun in Terra Grigia angekommen mit Jessica, mit Parker und mit noch dem anderen lustigen Heini, dem wir begegnet sind. Und nun müssen wir uns hier durch die Meuten kämpfen, die übrigens Hunter heißen, habt ihr mir geschrieben. Kennt man aus Resident Evil 1. Ich natürlich nicht, weil ich Resident Evil 1 noch nicht gespielt habe, was ich aber auch bald nachholen werde. Es gibt nämlich ein Remake für die Wii, soweit ich weiß. Und da werde ich mal schauen, ob ich da so das ein oder andere nochmal nachholen kann. So, ich denke, hier ist nichts mehr weiter, aber dort ist er, der böse Hunter, den ich jetzt nicht ordentlich abschießen kann. So. Na, genau, er ist down. Perfekt. So, ihr habt mir auch geschrieben, bitte, 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 bitte lade mir nach, bevor du in einen Kampf ziehst. Und das mache ich natürlich nur für euch, damit hier auch nichts weiter passieren wird. Guck mal, inzwischen haben wir sogar die Möglichkeit, noch mehr grüne Kräuter zu nehmen, obwohl wir tatsächlich auch schon die maximale Anzahl erreicht haben. Sehr gut, der ist down und jetzt kommt der noch. Sehr schön, die Hunter gehen jetzt gerade richtig leicht von der Hand. Ihr habt mir auch bestätigt, dass das, was ich in der Hand habe, eine MP ist und keine MG. Habt ihr ganz eindeutig gesagt, habe ich mich schlau gefühlt, dachte ich mir so, yay! Aber ich glaube, das war von mir eher geraten als alles andere. Von daher, ja. Ich nehme das einfach mal dann so hin als gegeben und gucke mich aber weiter hier um. Überall ist vielleicht oder irgendwo in diesen Büroräumen ist vielleicht noch ein Geheimnis versteckt und wir werden es finden. Ich finde es super, dass wir bis hier so viel Munition bekommen. Also es wurde ja auch immer prognostiziert, ganz, ganz wenig Munition, Munitionsknappheit, es wird ganz, ganz evil. Aber gerade hier in Terra Grigia mit dem Abschnitt hier mit unserem lieben guten Parker habe ich das Gefühl, dass wir von Munition nur so überschüttet werden. Könnte mich natürlich auch irren, dass ich einfach gut bin. Aber ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird. So, dann geht es jetzt hier weiter. Dort hinten scheint es allgemein weiterzugehen. Deswegen, was mache ich? Ich gucke mich natürlich hier nochmal um. Aber, ist das ein Scherz? Eine Sackgasse? Ja, guck mal, da ist noch ein ganz toller, blutbefleckter Weg. Ich will jetzt nicht sagen, wer hatte hier seine Tage, weil alles auf dem Boden liegt. Aber ja, der Spruch ist viel zu ausgelutscht. Jessica? Alles okay? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie überhaupt irgendwie noch geistig bei uns ist, denn sie steht dort so irgendwie völlig geschockt. Und meint ihr, sie hat einen Schock? Ich glaube nicht, oder? Komm, komm, Jessica, hier lang. Können wir durch. Hilf mir mal. Okay, ich komme. Ah! Um Himmels Willen! Beeil dich! Ey, komm, die wären schon längst bei uns. Hui. Kleine Bastarde. Hoffentlich hält sie das auf. Los, der Aufzug ist da drüben. Eieieiei, da hätten wir beinahe noch die richtig volle Breitseite abbekommen. Aber ohne Witz, also die waren so schnell und die waren eigentlich direkt hinter Jessica. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sie das nicht geschafft haben. Aber okay, ich will mal nicht so sein, ne? Ich will hier mal nicht meckern, aber... Ja doch, ich mecker gerne. Scheißegal. So, ich denke mal, weil wir hier so viel Munition haben, dass gleich noch ein paar Gegner kommen werden. So ein Stellungskampf wahrscheinlich, dass der Aufzug sicherlich wieder Stunden brauchen wird, bis er bei uns ist. Deswegen, ich sammle alles vorher schon mal ein, lade meine Waffe nach und dann geht es auch gleich los. Wir haben auf jeden Fall genug Health. Das ist alles in Ordnung. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Einzige, worüber ich mir Gedanken mache, ist meine Treffsicherheit, die ja nicht so gut ist. Aber na gut, das Schicksal wird entscheiden und meine Schießkünste auch. Und, hatte ich recht? Komm schon. Und wie ich recht hatte. Und wie ich recht hatte. Genau, und da sind sie nämlich. Moinsen. Schön, dass ihr da seid. Vorsicht, einmal hier heilen. So, ganz, ganz entspannt. Komm, das schaffen wir ganz, ganz ohne Probleme hier. Komm, wir werfen auch nochmal schön eine Granate. Das kommt auch immer gut. Ja, sehr schön. Das haben wir ordentlich gemacht. So schnell nachladen und den nächsten. Ja, Stellungskampf hier vom Feinsten. Das haben wir uns ja gedacht. So, ich hole mir da unten, nehme ich natürlich da unten. Da hinten hole ich mir natürlich das Kraut. Denn es wäre schade, wenn wir das liegen lassen würden.
Und es kommen, denke ich mal, noch mehr. Genau, da sind sie nämlich schon auf dem Weg von der Decke herab. Uiuiui. Uiuiui. Also teilweise diese Schläge sind echt übel. Die sind richtig fies. Da kriege ich echt Probleme manchmal, wenn die mir dann wirklich so extrem in den Rücken fallen. Ja, oder auch so einen Frontalschlag machen. Aber okay. Noch geht's. Nur der Aufzug sollte langsam echt mal kommen. So, hier, Friss. Ah! Uiuiuiuiui. Da wäre ich fast gestorben. Ah! So, okay. Alles gut. Vorsicht. Ich muss die Viecher halt immer aufhalten vor ihrem finalen Schlag, in Anführungsstrichen. Und ich muss natürlich auch nachladen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Bisher läuft's gut. 6 Granaten noch. Läuft. So. Jawohl, sehr gut. Der war gut. Ah, da ist auch schon der nächste. Und schnell weg. Und schnell weiterschießen. Immer weg und weiterschießen. Das ist eine ganz gute Taktik. Schneller. Lauf. Also, ich mag das teilweise nicht, dass ich nicht vor denen wegrennen kann. Oh, gar keine Munition mehr. Schlechte Sache. Shit, Alter. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool, dass ich teilweise echt nicht vor denen irgendwie wegducken, wegrennen kann, wie auch immer. Also jetzt wird es langsam ein bisschen knapp. Jetzt wäre ich ganz froh, wenn ich doch... Was, Alter? So, komm. Und, oh, er ist da. Schnell rein. Oh, tschüss. Ah, nochmal einen schönen heftig mitbekommen. So, komm. Tür zu. Oh, Gott, Hilfe. Meine Güte, so viel zu dem Thema. Ich habe genug Health, ey. Oh nein. Puh, ich dachte schon, er hält wieder an. Ja, alles okay. Aber das war verrückt. Ich kann nicht glauben, dass Morgan die Stadt mit dem Solarenergiesatelliten rösten will. Genauso wie in Raccoon City. Ja, von der Erdoberfläche gefegt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Hoffentlich kommen wir vorher raus, bevor dieser Eintrag hier stattfindet. Eieieiei, also teilweise... Wir haben getan, was wir konnten, oder? Ja, klar. Hoffentlich. Tja, vergiss nicht das Hummeressen, das du mir schuldest. Alles klar. Habe ich jemals ein Versprechen gebrochen? Ich werde auf jeden Fall dran denken, Jessica. Aber was ich halt einfach so krass finde, ist, dass ich hier nicht rennen kann und auch irgendwie nicht rollen kann. Weißt du, so eine Rolle als Ausweichen oder... Sorry! So eine Rolle als Ausweichen, das wär's doch schon, Mensch. Damit wäre das Spiel um so einiges einfacher. Oder wenn das mit diesem Ausweichen auch wirklich richtig klappen würde. Beeilung, wir müssen los! Okay, die Dame zuerst! Okay, los, Süße. Ab mit dir. Weg. Ich möchte ihn hier vorne. Eine Kettenreaktion. Sieh, da unten. Die Stadt ist so hell. Ist ausgelöscht. Wir wollten helfen und konnten nicht. Boah,
Das ist Hammer. Ich muss wirklich sagen, das gefällt mir so verdammt gut. Diese Zwischensequenzen hier in Resident Evil Revelations. Also sonst, okay, ja, manche Sachen sind halt ein bisschen dubbig und so, aber andere dann wie zum Beispiel diese Zwischensequenzen, die machen das teilweise echt wieder wett. Und ich muss echt sagen, das war gerade ziemlich cool. Haben leider jetzt nur bei Präzision in A bekommen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Solange ich im A- bis S-Bereich bleibe, bin ich durchaus zufrieden mit mir. Deswegen kann ich das verkraften. Und nun, was kommt nun? 21 Uhr, Brücke. Raymond, du bist es doch, oder? Ha, die BSAA. Ein bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern will, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Tja, wo er recht hat. Die FBC ist also auch auf diesem Schiff. Was ist hier los? Wir arbeiten ohne Informationen. Wir müssen auf dem Schiff Antworten suchen. Auch wenn der Gedanke nicht verlockend ist. So, wir müssen die Brücke durchsuchen. Ja, also, wo er recht hat, ne, relativ hat er da recht. Aber gut, man muss sich auch nicht in dem Sinne die Hände schmutzig machen, dass man hier wieder so einen extremen Tumult auslöst und die halbe Zombie-Armee wieder freisetzt. So, wir hatten ja jetzt hier, wie gesagt, diesen, Rücksprung vor einem Jahr. Und das galt ja nur diesem Raymond, um zu wissen, okay, wer ist der eigentlich? Munitionskiste Pistole aufgenommen. Munitionskiste erhöht die maximal tragbare Menge an Munition. Sie können die Maximalkapazität über das Menü in Erfahrung bringen. Alles klar, das will ich mir mal ganz kurz angucken. Munition haben wir hier... 50, okay, das ist gut, denke ich mal. So, und guck mal, das steht uns noch alles bevor. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich würde mich freuen, wenn wir mal hier das grüne Kraut und so, wenn wir da mal die Kapazität erhöhen könnten und nicht nur auf 5 verbleiben würden. Momentan habe ich ja auch nur ein so ein Ding. Naja, wie gesagt, also, der Flashback galt dem Raymond nochmal, damit man so ungefähr eine Ahnung hat. Jill, wo willst du denn hin? Wir haben noch nichts untersucht. Sorry, ich dachte, ich könnte einfach mal gucken und dann schauen. Zur Kommunikation kann ich das wohl nicht verwenden. So, dann bin ich jetzt aber mal gespannt. Was hat denn der ehemalige Arbeitskollege vom Parker jetzt mit der ganzen Sache hier zu tun? Und was haben wir denn hier Hübsches? Können wir da was scannen? Nein, leider nicht. So, wir scheinen jetzt... Boah, ob das noch die Brücke ist, sieht ja irgendwie nicht so aus. Sieht irgendwie nach was anderem aus, aber scheint egal zu sein. So, immer schön hier scannen. Hier scheint es weiterzugehen eventuell. Deswegen gucken wir uns jetzt nochmal überall anders um. Also hier scheint eine ganze Weile... Ich dachte gerade schon, ich hätte es mir eingebildet, aber das wäre auch zu schön, um wahr zu sein gewesen. Also ganz ehrlich, da hatte ich gerade auch so ein bisschen... Okay, nein, aber ich habe es mir nicht eingebildet. Sehr schön. So, Scan ist abgeschlossen und wir haben wieder ein High-Tic-Tac dazu bekommen. Hier kam der her. Ein Steuerrad wird hier auch wieder benötigt. Also das mit diesen Steuerrädern und so und mit diesen verschiedenen Schlüsseln ist sehr merkwürdig teilweise. Muss man sich erstmal, denke ich, so eine Weile reinfuchsen. So, hier erstmal alles safe machen. Was ist da? Ah, ein Steuerradschlüssel. Sehr schön. Okay, alles klar. Ich wollte gerade schon meckern, aber wieso meckere ich denn, wenn wir im nächsten Raum sowieso das wiederfinden, was wir benötigen? So, hier gibt es eine BOE-Falle, beziehungsweise zwei davon. Und ein Ausrüstungskit, ein Spezialzubehör. Was ist denn dieses Spezialzubehör? Wird es mir irgendwie gesagt? Kiste mit Zubehör für individuelle Waffen. Spezialzubehör, aber ich kann damit irgendwie nichts machen. Also, ich weiß nicht ganz, wofür das jetzt vonnöten ist, aber ich kann damit auf jeden Fall nichts machen, leider. Sonst würde ich das irgendwie anwenden oder vielleicht aufmachen oder so, aber scheint nicht der Sinn und Zweck dieses Spezialzubehörs zu sein. Deswegen... Ich bin da mal ganz freundlich und mache dort erstmal nichts. So, vielleicht irgendwo hier ein Handabdruck.
Aber es sieht nicht danach aus. Alles klar. Ich würde gern wieder was lesen. Das könnte man eventuell... Ja, genau, das kann man lesen. Sehr schön. So, Schiffsplan. Für Personal und Crew. Die Queen Zenobia ist ein Vergnügungskreuzfahrtschiff, das den Passagieren den Komfort eines Luxushotels bietet. Dieses Schiff bietet unseren Gästen viele verschiedene Dienste und Einrichtungen an. Als Repräsentant dieses Schiffes ist es ihre Pflicht, mit allen Einrichtungen an Bord vertraut zu sein. Die folgende Liste beschreibt einige der wichtigsten Einrichtungen dieses Schiffes. Lesen Sie sie bitte aufmerksam durch. Promenadenhalle. Auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern erstreckt sich die Promenadenhalle des Schiffes über 3 Stockwerke und ist damit die größte ihrer Art auf der Welt. Die Einrichtung ist im gotischen Stil gehalten, mit Kronleuchtern an der Decke. Mit ihrer Schönheit und ihrem Stil kann sie sich mit den besten Opernhäusern messen. Casino. Das Casino des Schiffes befindet sich neben der Promenadenhalle. Unsere Gäste erwarten hier alle Arten des Spielvergnügens, darunter Kartenspiele und Münzautomaten. Was immer die Gäste von einem Casino erwarten, finden sie hier 24 Stunden am Tag vor. Restaurants und Geschäfte. Die Promenadenhalle bietet Designerware und Markengeschäfte aus aller Welt. In unseren zahlreichen Restaurants und Bars können die Gäste entspannen. Auch Geschäfte für den täglichen Bedarf sind hier zu finden. Notfallkommunikationsraum. Neben der Promenade befindet sich ein Notfallkommunikationsraum, der im Notfall als Sicherheitspunkt genutzt werden kann. Die Crew kann den Raum auch nutzen, um ein Notsignal zu senden, falls nötig. Solarium. Von den Fenstern des Solariums aus überblickt man den größten Bordswimmingpool der Welt. Für viele unserer Passagiere ist dieser romantische Ort ein bevorzugtes Ziel. Halten Sie Ausschau nach Paaren, die sich außerhalb der Öffnungszeiten hierher schleichen. Alles klärchen, dann wissen wir ja jetzt, wo wir hin müssen, und zwar zum Notfallkommunikationsraum. Das wird sicherlich eine lustige Sache. Und ja, ich würde mal sagen, wir schließen jetzt hier noch das Türchen auf. Und gucken mal, obwohl, vielleicht sollten wir da unten erstmal gucken, was da noch ist. Denn vielleicht... Naja, okay, ich glaube, das hatte ich mir nur eingebildet. Funktioniert nicht. Sehr gut. Nämlich, wenn wir da jetzt nicht nochmal geguckt hätten, ne, dann hätte ich mir wieder in den Arsch gebissen und gesagt, ja, fuck, vielleicht wäre es da weitergegangen. Aber jetzt wissen wir eindeutig, hier geht es nicht weiter. Und dementsprechend Schlüssel hinein und ab dafür. Okay. Ha! Ist es vielleicht dieses Ding für die Schrotflinte? Ich glaube, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, deswegen kann ich noch weitermachen. Verworfene Nachricht. Oh Gott, bitte hilf mir. Das darf nicht wahr sein. Lass mich nicht in dieser Hölle sterben. Ich bin hier gefangen. Hier gibt es Monster. Echte Monster. Die Leute hier sind tot oder liegen im Sterben. Es gibt keine Überlebenden. Verdammt, das ist das Ende. Eieiei, okay. Hier hatte jemand anscheinend doch so ein bisschen Angst. Aber ich kann das verstehen. Auf so einem Schiff... würde ich, glaube ich, auch ausrasten. So. Wappen aufgenommen. Und dieses Wappen, könnten wir das nicht... Oh. Hi. Könnten wir das nicht sogar einsetzen bei unserer Schrotflinte? Beziehungsweise halt, ja, bei dem, wo unsere Schrotflinte drin gelagert war. Ich denke mal schon. Aber ich glaube, wir sind gerade beim Captain drin, ne? Geschichte der Queen Zenobia. Tonnage 148.000 brutto... Ja, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Das Flaggschiff der Paraguas-Line oder Paraguas-Line wurde 1978 gebaut. Das Innenleben wurde Schiffen aus dem 1930er nachempfunden, dem goldenen Zeitalter der Kreuzfahrtschiffe. Das Design basiert auf Entwürfen, die George Trevor vor seinem Verschwinden hinterließ. Zeitungen aus der Zeit, als das Schiff gebaut wurde, berichten von den Aufzeichnungen, die das Design erhielt. Das Schiff ist nach Zenobia benannt, der Königin des Reiches Palmyra, die vom Römischen Reich enteignet wurde. Wie die namensgebende Schönheit der Legende wird auch das Schiff die Perle des Atlantiks genannt und ist bis heute eines der populärsten Kreuzfahrtschiffe, die im 20. Jahrhundert gebaut wurden. Als Flugreisen die Popularität langer Seereisen verkümmern ließen, schien in den 80ern die Queen Zenobia, wie auch ihr Schwesterschiff, reif für die Abwrackwerft. Zum Glück wurde sie von der Paraguas Line erworben. Ihre Dampfturbinen wurden durch ein elektrisches Dieselantriebssystem ersetzt. Laderaum und Kabinenbereich wurden vergrößert, das Schiff mit neuester Technologie ausgestattet. Die Queen Zenobia wurde wiedergeboren als voll funktionstüchtiger Luxusliner. Nach der Restauration brach die Queen Zenobia auf zu einer Weltreise. Im Anschluss umschiffte sie Südamerika und erlebte viele weitere Fahrten. In Zukunft wird der Starthafen für ihre Afrikafahrten im Mittelmeer liegen. Die Queen Zenobia wird noch für viele Jahre ihre Passagieren viel Freude bereiten. Die Geschichte der Queen Zenobia, Ausgabe von 1995. Tja, so viel zu diesem Thema, ne?
So viel Freude hat's dann doch nicht mehr gemacht. Igitt. Das ist nun wirklich eklig. Wie schrecklich muss ein qualvoller Tod gewesen sein. Ja, das muss vor allem die Innereien rausgerissen, Maden. Okay, alles klar, damit möchte ich mich jetzt nicht weiter beschäftigen und wir gucken uns lieber hier den Lageplan an. So, Karte, Innenräume aufgenommen, sehr gut. Wenn wir durch die Halle gehen, sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden. Okay. Das heißt dann wohl, wir machen uns in der nächsten Folge auf zum Notfallkommunikationsraum. Wir sollten zum Notfallkommunikationsraum und die Zentrale kontaktieren. Richtig gute Idee. Zum Kommunikationsraum und da speichert es auch schon. Darauf habe ich nur gewartet. Und nun, liebe Freunde, mache ich Schluss für diesen Part. Wir sehen uns in der neuen Folge von Resident Evil Revelation morgen direkt wieder. Bis dahin, macht ihr einen wunderschönen Tag. Ich sage ciao, ciao.